Hallo, liebe Aufrufer, eine Lichtgeschwindigkeit heute am Donnerstag, dem 6. September 2012, hier im Herzen sozusagen der Toskana im Chianti mit Blick auf Panzano. Panzano ist einer der hervorragendsten Weinlagen des Chianti, und im Hintergrund muss man genau gucken und fixieren, hier vor dem Hügel. Da ist diese Häusergruppe das meist aufgenommene und reproduzierte Toskana-Bild mit der Zypresse und diesen markanten Gebäuden jetzt in der Abenddämmerung. Ich möchte kurz meine Echtzeitlage geben in den Tageszeitungen von heute. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Donnerstag, 6. September, die ich hier bekommen habe in Panzano, und auch der Süddeutschen Zeitung. Und dann hier ausnahmsweise aus italienische Zeitung Corriere della Sera. Ist im Grunde genommen nichts wirklich Neues, während ich eben gerade in Spiegel Online aus dem Internet geholt habe, der Euro-Zentralbank-Chef Draghi hat veröffentlicht, dass er jetzt grenzenlos Staatsanleihen von schlecht verkaufbaren Staatsanleihen der Euro-Länder kaufen wird. Mit anderen Worten, die Euro-Zentralbank EZB wird also Luftgeld in den Euro pumpen, Inflation im Prinzip unbegrenzt erhöhen. Das bedeutet für uns alle, alles wird erheblich teurer, nämlich nicht die Preise steigen, sondern das Geld wird entwertet, indem man einfach Geld auf den Geldmarkt schüttet, das nicht durch volkswirtschaftliche Gegenleistung gedeckt ist. Insofern kann ich mir im Moment die Kommentare der Zeitungen und alles weitere dazu im Grunde sparen. Für mich ist völlig klar, dass die Entscheidung zum ESM, also der Haftung Deutschlands und der Übergabe an Entscheidungen der deutschen Finanzhaftung zur Europäischen Union, also zum europäischen Recht, dass diese Grundsatzentscheidung, die jetzt vom Bundesverfassungsgericht getroffen werden muss, ESM, verfassungswidrig oder nicht, dass hier das Bundesverfassungsgericht nicht zustimmen kann, also muss die Verfassungsgemäßheit der ESM-Zustimmung Deutschlands bestreiten. Es ist nicht verfassungsgemäß, dass Deutschland seine unbegrenzte Haftung an die Europäische Union abgibt. Und das kann man ablesen daran, dass die EZB bereits gesagt hat, sie werden also, Herr Draghi, Europäische Zentralbank, werden also Staatsanleihen kaufen und damit die Absatzschwierigkeiten von den Schuldenländern wie Italien, Spanien, Portugal, Griechenland natürlich besonders, dass die von ihrer Absatzschwäche ihrer Staatsanleihen runterkommen, indem die Europäische Bank diese Staatsanleihen kauft. Und das ist genau auch statutenwidrig. Es ist nicht Aufgabe der Bank, Konjunktur zu machen, sondern Stabilitätspolitik der Währung. Gut, das versäumen sie jetzt, und das ist dann schon meine Aussage zu heute. Ich habe das gerade aus dem Internet, das ist sozusagen Echtzeit. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare con mia chitarra in mano. Und weil es so schön ist, habe ich dann hier im Kulturland Toskana in Italien auch noch einen kleinen Kulturzugabenteil, nämlich Otto Nebel, das Rad der Titanen, Dichter des Zuckensfeld. Und dazu muss ich jetzt mal hier die Kamera in die Hand nehmen und das Otto Nebel Buch zeigen. Frühe Texte der Moderne, Otto Nebel, Zuckensfeld, Unfeig, das Rad der Titanen, Edition Text und Kritik, rausgegeben von dem freundlichen Hartmut Gerken und von Jörg Drews aus Bielefeld, frühe Texte der Moderne, hier Edition Text und Kritik.
Und das möchte ich kurz zum Besten geben. Hier, das lautet nämlich so. Otto Nebel. Das Rad der Titanen. Des inneren Wortsinns. Weiser Oden. Eines reinen Innewerdens. Das, was den Wanderer narrt. Das niedere Wort. Das ist verstört. Das rastet in der Wesenweite nie, das irrt, das irrt. Dies sind die inneren Ersinner, das A, das E, das I, das O, das sind die ersten vier Ersinner, vier. Das D, das F, das N, das R, das sind die anderen vier Ersinner, vier. Das S, das T, das V, das W, das sind die dritten vier Ersinner, vier. Dann ferner wisse, die drei Vierer dort sind innen einst erworden so. Es war ein anderes von diesen da, das war von einer Ferne innen, die in dir erfinstert ist. Dort in der Tiefe innen waren Worte reif. Die riefen, Sonderwert erinnern dies. Vor, fort, Wort. Das Wort der Tiefen. Die Riesen riefen, rissen fort. So waren die ersten Worte. Die sonderte ein Wertender. Da fand er die drei Vierer dort, die inneren Ersinner, die Werdens Sinnenwerte, die Weser des Riesenrades, die Weisenden Ersonnten. Da donnerte nieder das Sonnenrad, da tönten die Worte, es werde. A, E, I, O, D, F, N, R, 3, S, T, V, W, 4. So ward das Riesenrad. A, E wird Ä, O, E wird Ö. Dies ist die Rede vor der Tat der Riesen. Die redewerte Rede vor den Toren deiner Sinne. Die Riesen reden diese erste Rede. Die Worte reden diese weise Rede. Die Rede vor den Toren dieser Erde. Die Rede vor den Toren oder Narren. Dies ist die Rede vor den Toten dieses Sterns. Was wissen die von Worten oder Werten, die das reine Wort verdirnen? Was ist denn dort der Redewert? Der Rede, Sinn, Wort, Wert. Wo Redereien von den Stirnen dieser Wirrwarr rotten, triefen. Was ist denn dort von Wert? Von Worte. Camillo. Camillo, vieni qui, vieni qui. Ja, das ist Don Camillo, der wunderbare Hirtenhund. Der fasst einen auch schon mal an den Arm, fasst zu, er beißt nicht durch, aber er lässt auch nicht wieder los. Camillo, come te va? Sì, bene, così. Ach, das ist der Malerhund hier. Gustav Mahler, ne? Ist das gut? Guck mal in die Kamera. Sag mal guten Tag. Ja, jetzt geht er hier. So, ja, das ist das Ende der Kunst, aber das ist auch noch nicht richtig Kultur, aber es ist ein bisschen Natur. Und so ist das, ne, Camillo? So, come stai in Grignano? Der ist 8 Jahre alt, er ist noch ein bisschen Spiel, aber er ist ein vollautomatischer Hirtenhund. So, gut, dann nehmen wir mal das Buch hier, ne? Ist das Buch nicht mehr? Ein Riesenvieh. Ja, ich breche ab. Kunst
und Wunst. Im Hintergrund nochmal das schöne Motiv. Und hier, Camillo. Vini, si. Ja, da kommt er, ja. So, schönen Dank für den Aufruf. Ich bin ein Hundemensch.